Ich bin 17 Jahre alt und ich habe mein Auslandsjahr hier für 10 Monate in Arkansas und in den USA verbracht. Und heute ist der Tag, an dem ich meine Familie wiedersehe und aus Arkansas abreisen werde. Und ja, es ist jetzt 4 Uhr morgens und ich werde gleich zum Flughafen fahren. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, wie ich meine Familie treffe und so. Und ja. So, den letzten Tag habe ich euch auch noch ein bisschen mitgenommen. Wir waren beim Rodeo und dann waren wir in einem Nationalpark und waren wandern. Genau, dann waren wir bei einem Wasserfall. Das war auch ziemlich cool zu sehen. Und jetzt treffe ich endlich meine Familie. So, mein Gepäck ist jetzt hier fertig und ich hatte echt eine Krise beim Packen, da ich hatte einen großen Koffer und einen kleinen Koffer, als ich hergekommen bin. Und das hat auch gereicht, aber weil ich nach New York fahre, wollte ich mir noch einen Koffer kaufen, weil ich nicht wusste, wie ich das transportieren sollte. Deswegen habe ich einfach noch so eine Reisetasche gekauft. Die ist natürlich jetzt noch nicht so groß, deswegen hatte ich echt Probleme beim Packen, aber im Endeffekt habe ich es dann eigentlich ganz gut hinbekommen. Mal schauen, wie es am Flughafen ist und dass ich hoffentlich kein Übergepäck habe. Oh mein Gott, da mein Koffer jetzt aber doch ziemlich voll ist, muss ich echt in 2 Hosen fliegen und in 3 Jacken. Ich habe jetzt einmal, ich habe meine Leggings darunter, habe ich eine Jogginghose an, ein T-Shirt, Sweatshirtjacke, dann habe ich eine Jeansjacke, dann habe ich einen richtig, richtig langen, großen Wintermantel, weil ich das einmal nicht mehr Koffer bekommen habe und ich, wie gesagt, nicht noch einen zweiten Koffer kaufen wollte, weil ich halt nach New York fliege. Und ja, mal schauen, wie das so wird. So, ich bin jetzt in New York angekommen und ich werde jetzt mal hier am Flughafen nach meiner Familie schauen. Yes.
jetzt auf jeden Fall hier mit meiner Familie in New York. Und ja, genau, an den ersten Tagen sind wir zum Coldplay-Konzert gegangen. Das habe ich euch auch mitgefilmt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ehrlich gesagt fühlt sich das gar nicht so an, als ob ich meine Familie so lange nicht mehr gesehen habe. Also ich hatte eigentlich schon direkt das Gefühl, dass ich die vielleicht so ein paar Wochen nicht gesehen habe. Aber es war eigentlich alles genau wie davor. Und ja, genau, wir genießen jetzt auch die Tage New York. Und ich mache auch ein Video, was ich so in der Woche hier alles so esse, weil das Essen hier auch ein bisschen anders ist und auch meine Familie probiert Fast Food und sowas, was es alles in Deutschland nicht gibt. Und da nehme ich euch auf jeden Fall noch mit. Und ja, genau. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Video ein und schaut euch auch gerne die anderen Videos an von den anderen Teilnehmern. Und genau, bis zum nächsten Mal.